ohne Hände. Einen, der sehen kann wie ein Maler, aber hat nicht die Geschicklichkeit eines Malers, er hat keine Malerhand. Der Maler stellte etwas dar, das der Betrachter erst durch die Arbeit seines Sehens erfüllte. Das Rühmlke interessiert mich. Ich finde das nach wie vor, immer noch, eine Hauptsensation. Bei jeder Art von Zeichnung malen. Darstellung von einer dritten Dimension auf zwei Dimensionen. Ein Ski-Raum, sozusagen. Da finde ich noch das Größte. Du nicht Kunst vermitteln, sondern ich tue eine Sache vermitteln, die durchaus bei künstlerischen Unternehmungen einen Nutzen kann, und zwar sozusagen im traditionell alten Sinn in einer Erfindung, wo man kann darstellen, weil man das kann, weil man eine Vorstellung entwickelt hat, wo so weit ist, dass man sie auch kann visualisieren und so. Also, man muss in die Stimmung kommen. Und mit der Zeit, mit dem Alter, würde ich sagen, ist das eine von der Hauptarbeiten. In die Stimmung kommen. Es ist tatsächlich so. Das heisst, man darf sich irgendwie nicht ablenken. Man darf nicht mal die Post aufmachen. Man muss irgendwie so ein bisschen plötzlich auch ein bisschen neutral sein.